So, herzlich willkommen zurück zu Code Vein in einer neuen Folge. In der letzten Folge haben wir weiter alte Gebiete abgestreift, haben ein paar Leuten geholfen, die wir gefunden haben, und herausgefunden, dass es zusätzliche Karten gibt, die wir erkunden können, indem wir mit Davis sprechen. Denn wir haben hier die Möglichkeit, Gehe in die Tiefen auszuwählen und haben dann hier verschiedene unerforschtes Ziel und verschiedene Wege, die wir gehen können und angucken können. Und ich würde gerne als erstes die Rostklippen machen, denn wir haben von einer Person, die wir in dem alten Meer gefunden haben, der hat diese Karte gefunden und vermutet, dass es da unten Blutperlen gibt. Und er traut sich da aber nicht rein, weil die Gegner wohl recht übel sein sollen. Und hat sie deswegen uns überlassen, damit wir sie erkunden und ihm mitteilen, was wir finden. Und damit würde ich gerne anfangen, bevor ich vergesse. Come back immediately if you sense danger. Understood? Ja, ja. Bevor ich vergesse, von wem ich den Auftrag bekommen habe, würde ich gerne das machen. Die anderen Karten können wir uns dann danach angucken. Ich weiß nicht, wie groß diese Karten sind. Ob das quasi nur ein Raum ist oder tatsächlich mehrere Gebiete. Ob es da auch Misteln gibt oder nicht, das weiß ich alles nicht. Ob man da irgendwo rasten kann. Das werden wir herausfinden. Rostklippen. Let's do our best out there. Want to try to look for the key? Du scheinst zu brauchen. Schlüssel 1, 2 und 3 Rostklippen. Okay, let's move. Aha. Okay, eins, es gibt hier drei Richtungen. Relativ offensichtlich. Bring it anytime. I lost her here. So, mal gucken. Ja, die sind alle One-Shot, also beziehungsweise der war One-Shot. Königinnen Stahl, wir finden hier auf jeden Fall Items ganz gut. Das möchte mir gefallen. Ich sollte hier nicht so mir nichts, dir nichts erkunden, weil ich das Gebiet ja noch nicht kenne. Oh Gott. Don't let them back you into a corner. So. Dich würde ich ganz gerne backstabben, wenn es geht. Auch nicht. Der ging daneben. Double Kill. Okay, wer will nochmal, wer hat noch nicht? Heilige Scheiße. Einmal noch ein Backstep. Ja, das wird bestimmt noch nicht gewesen sein, oder? Natürlich nicht. Bumm. Mann, diese Elektro-Talente sind geil. Ich habe nicht mal Schaden genommen. Und ich sollte auf jeden Fall wieder zurück auf meine Heilung wechseln. So. Dann sammeln wir mal auf, was die alles gedroppt haben. Ein Glück, dass die Gegner hier nicht allzu strong sind. So, die Kiste hier habe ich auf jeden Fall gesehen. Breitschwerterleichterung. Aha. Look. Enemy down there. Bring it anytime. Oh, that's. So. Müssen uns neues Ikor holen. Ganz dringend, deswegen sollte ich mal ein bisschen ohne Talente auskommen. So. Zack. Schlüssel 1. That's a nice thing to have around. Tarnfarbe.
Igor-Konzentrat. Dieses Gebiet ist ziemlich weitläufig. Ich hatte nicht erwartet, dass das so ein WG-Meister 106. Okay, da geht's irgendwo anders hin. Ein Dolch. Hier unten gibt es nichts mehr, oder? Nee. Okay. Truhe haben wir gelootet. Ansonsten sehe ich keine Wege weiter. Nee. Okay. Das heißt... Ah, das ist gut. Bam. Großer, viereckiger Raum. This is the real thing. Okay, das ist ein Boss. How's this? Gotcha, stay focused. Ziemlich schwacher Boss. Großer Verlorener vertrieben. Der war nach zwei Schlägen tot. Königinneneisen. Das ist seltsam, die Gegner hier. Wahrscheinlich, weil das Gebiet so alt ist. Wenn ich das viel früher hätte machen können, sind die alle zu schwach. Don't run too far ahead. Naja, wir haben ja auch noch ein paar mehr Karten. Die sind dann wahrscheinlich ein bisschen härter. Wobei, ich sollte wahrscheinlich nicht zu früh sprechen. Weil, wenn jetzt gleich ich besiegt werde, dann wird's peinlich. So. Ich hoffe, dass nicht jeder Bereich so ein Zeug hat. Oh. Machen wir den. Was ist das für ein ekliges Viech da hinten? Pick up something we can use? Altertümliches Metall. Töten wir den mal schnell. Alter. Die sterben alle mit einem Schlag. Zweihänder-Verstärkung. Wir kriegen hier auf jeden Fall richtig gutes Zeug. Erwecker MJ. I can't see shit. Zack. Schlüssel 2 Rostklippen. Und außerdem Hermes Überrest D. Cool. Sag ich nicht nein zu. Aber wir waren hier noch nicht ganz fertig, oder? Ne, hier muss es irgendwo noch eine... Also erstmal ein Dolch. Ah ja, hier sind wir noch nicht weitergegangen. Muss ja noch eine Mistel irgendwo geben. Ah, das Gebiet der definitiv nicht Schlafenden. Zack. Du bist doch auch garantiert nicht am Schlafen. Okay. Klappe. Kein Bock auf irgendwelches Feuer. You demonstrated your skills nicely. Ah, das ist nur Schrott. Da liegt Loot. You have to take whatever you can use. Igor-Konzentrat. Yeah.
So. Da ich befürchte, dass es vielleicht wieder einen Bosskampf gibt. Ah ja, Mistel. That's a mean one. Hey, up. No harm in being. Was zur Hölle ist das? Der Kampf hat keine 2 Sekunden gedauert. Ich meine, ich beschwere mich nicht darüber, aber... Come on. Könnt doch mehr als das. Ja, so Mini-Bosse. Nichts ernst zu nehmen. Das einzige Problem ist, dass wir den gesamten Weg wieder zurücklaufen müssen. So, ich glaube, ich habe hier auch alles erwischt. So, ein Schlüssel fehlt uns noch. Also ein mega krasser Superboss. Es ist halt echt ein bisschen traurig. Yakumo, was beschwerst du dich? Wir haben bisher absolut zero Probleme gehabt. Musst mich nicht ein einziges Mal heilen. So. Guten Tag. Dachte ich mir, dass hier irgendwas in der Ecke lauert. Ey, du da. Ah, Schlüssel 3 Rostklippen, während ich den Typen hier verprügelt habe. Ja, aber wir machen den Bereich hier noch fertig, auf jeden Fall. Tomaten-Oden-Sandwich. Was? Moment, ich habe gerade Drachen verpasst. Was zur Hölle ist das? Ein Gegenstand, dessen Wert ja immer stark steigt oder fällt. Tomaten-Oden-Sandwich. Was zur Hölle ist das? Das ist besser als diese komischen anderen Dinger, die wir gefunden haben. Was waren das? Schoko-Knoblauch-Flocken oder so. Wo man sich dann schon fragt, wer isst sowas? Let's do this. Finish it. Okay, pass auf, ich kümmere mich erstmal um die Dinger. Aua. Würdest du... No harm to that, I guess. Zack. Ja, ich glaube, man soll die Feuerdinger nicht kaputt schlagen. Königinnenstahl. Ich glaube, man soll die Feuerdinger nicht kaputt schlagen, sondern ihnen ausweichen. Weil der hat deutlich mehr als die normalen 2 Schläge ausgehalten. Ich glaube, wir hätten eher das hier machen sollen. Das heißt aber, wir werden auf jeden Fall uns jetzt erstmal um die ganzen Nebenmissionen und Karten kümmern. Weil das ist ja langweilig, wenn die keine Herausforderungen mehr wirklich sind. Hold on. I'm on my way. So. Opened up. Alle 3 Schlüssel benutzt. Jetzt bin ich gespannt. Ist das jetzt ein echter Boss oder ist das wieder so ein... Huh? That one sure does swagger. Hi. That's a mean one. Du Sack. Oh, das ist nicht gut. Ah.
der da. Ist das und das. Alter. Egal, er ist tot. Okay, der war definitiv eine größere Bedrohung. Diese Blitzfähigkeiten, die machen so unendlich viel Schaden. Ist unfassbar. Mega geil. Okay, ich frage mich, ob alle dieser Karten so aufgebaut sind. Mit quasi einer Boss-Tür und so weiter. Wird das jetzt eigentlich angezeigt? Weiß ich gar nicht. Dann gehen wir zurück zur Basis. Ich meine, wir haben rechts erkundet, links erkundet. Wir haben den Typen getötet, der das Zahnrad fallen gelassen hat. Mehr gab es da nicht zu holen. Ansonsten können wir ja jederzeit wieder dahin. Ist jetzt nicht so, als wäre es so groß ein Problem, sich da durchzuackern. Ich hätte nicht zur Basis zurückkehren sollen. Ich hätte zu den, zu meinem Auftraggeber zurückgemusst. Ich frage mich, ob Davis hieß der, glaube ich, ob der was dazu zu sagen hat, dass wir mit Bravour die Karte einfach überrollt haben. Nicht einmal auch nur ansatzweise Probleme hatten, obwohl der letzte Boss hätte übel werden können. So. I'll lead the way. Just tell me where we're going. Ja, 100%. Boss tot. Belohnungen. Ah, okay. Wir haben alles gefunden. Sehr gut. Dann würde ich jetzt gerne noch einmal zu den ausgetrockneten Gräben zum Schiff zurückgehen. Weil dort soll es ja noch ist ja der Typ, der uns die Karte gegeben hat. Der wartet, tippe ich mal, auf einen Bericht von uns. Was wir entdeckt haben, nämlich nichts außer Gegner. Ist immer so gruselig, wenn man noch im Ladescreen ist und schon Gegner schreien hört. So, ich habe die Rostklippen erkundet. Went into the depths for me? Wow. Thank you. So, what was it like in there? Not a picnic, huh? Crap. I can't build a shelter without a safe location. Just my luck. It's back to scouting for a spot again, huh? I've known all the folks with me for a long time. When I got tossed out of the shelter, they were fool enough to come with me. They lost their home because of me. That's why I gotta find them a safe place to live, no matter what. Ja, wenn du wieder was findest, sag mir Bescheid. So, jetzt ist die Frage. Ich glaube tatsächlich, dass ich dann das so machen werde, dass ich eine Karte pro Folge mache. Denn ansonsten werden die Folgen wieder so elendig lang. Und die letzten zwei waren ja schon fast eine Stunde. Dann sollte ich mich jetzt vielleicht mal ein bisschen zurückhalten. Und dann kümmern wir uns. Wir haben ja noch drei Karten übrig. Und dann haben wir auch noch ohne Ende Nebenmissionen, die wir machen können. Die sollte ich auch auf jeden Fall machen. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber vor allem, wenn wir dadurch Karten kriegen. Wir kriegen ja auch ohne Ende Items. Also lohnen tut es sich in jedem Fall. Und wir brauchen, um gegen Mido zu kämpfen, glaube ich, jeden Vorteil, den wir irgendwie bekommen können. Ich möchte ganz kurz gucken.
EOS. Genau hier, Hermes A, B, C, D. Ja, wir haben hier noch diverse Hermes. Wir brauchen Hermes A, B und C noch. Und wir haben noch drei Karten. Würde passen. Aber... das ist eine Story für die nächste Folge. Ich würde sagen, für diese Folge haben wir dann genug erreicht. Ein bisschen kürzer als sonst, aber... das passt schon. Dafür mache ich dann eine Karte pro Folge, egal wie lange sie dauert. Also wenn ich hart fade, gibt es Bonusmaterial. Also wünsch mir Glück, dass ich hart fade, vielleicht? Ich weiß es nicht. Egal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.